So Leute, in diesem Video gibt's mal keine Theorie. Yay! Sondern ihr dürft mal ein bisschen rechnen. Kommt schon, wer muss hier durchs Physik-Abi oder die nächste Klassenarbeit? Keine Panik, wird auch nicht zu schwer. Wir zeigen euch heute nämlich, wie ihr an die Aufgaben zur schiefen Ebene rangeht. Kurze Warnung gleich am Anfang. Schaut euch erstmal die Videos zur schiefen Ebene und zur schiefen Ebene mit Reibung an. Also gleich mal hier klicken, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Wenn ihr schon Pros in Sachen schiefe Ebene seid, kann's gleich losgehen mit der ersten Aufgabe. Jan stellt sein 230 Gramm schweres Marmeladenglas auf seinem schiefen Regal ab. Das blöde Glas bleibt natürlich nicht stehen, sondern rutscht gleich runter. Und zwar wird das Teil bei seinem Abgang mit 2 Meter pro Sekunde im Quadrat beschleunigt. Wie schief ist Jans Regal, wie groß ist also der Winkel Alpha? Die Reibung soll dabei vernachlässigt werden. Na, habt ihr eine Idee? Ich gebe euch mal einen Tipp. Ihr braucht dazu die Formel für die Hangabtriebskraft, also Fh gleich m mal g mal Sinus Alpha und die Grundgleichung der Mechanik Fb gleich m mal a. Für g könnt ihr einfach 9,81 Newton pro Kilogramm einsetzen. Drückt jetzt mal Pause und versucht's mal nachzurechnen. Was kommt raus? An alle, die für Alpha ca. 11,76 Grad raus haben, alter Schwede, geht hier ab. Für alle anderen, nicht verzweifeln, war bestimmt nur irgendwo ein kleiner Fehler. Deshalb jetzt nochmal den Lösungsweg. Da ihr in der Aufgabe auf die Reibung pfeifen dürft, wisst ihr, dass ihr als Ansatz nehmen könnt, dass die beschleunigende Kraft gleich die Hangabtriebskraft ist. Und die beschleunigende Kraft Fb könnt ihr ja gleich mit der Formel Fb gleich m mal a ausrechnen. Also einfach die 230 Gramm mal die 2 Meter pro Sekunde im Quadrat. Das sind dann 0,46 Newton. Denkt dran, die Gramm als erstes in Kilogramm umzuwandeln. Jetzt kommt die Formel für die Hangabtriebskraft ins Spiel. Fh gleich m mal g mal Sinus Alpha. Die müsst ihr nach dem Winkel Alpha auflösen. Sprich, erstmal durch m mal g teilen und dann den Arcosinus anwenden. Dann bekommt ihr Alpha gleich Arcosinus von Fh durch m mal g. Jetzt könnt ihr euch einfach euer berechnetes Fh, die Masse m und g einsetzen und alles in den Taschenrechner tippen. Wie ihr seht, kürzen sich auch alle Einheiten raus, sodass im Sinus eine einheitenlose Zahl steht. Das könnt ihr immer als Check prüfen. Steht im Sinus eine einheitenlose Zahl? Wenn nicht, habt ihr euch irgendwo verrechnet. Hier passt's aber und ihr bekommt für Alpha ca. 11,76 Grad raus. Machen wir gleich mit der nächsten Aufgabe weiter. Diesmal stellt ihr euren Laptop auf eine schiefe Unterlage, die als eine schiefe Ebene mit einem Neigungswinkel von 7 Grad angesehen wird. Euer Laptop wiegt 2,5 Kilo und beginnt die Ebene runterzurutschen. Diesmal solltet ihr die Reibung berücksichtigen. Der Gleitreibungskoeffizient ist mit μ gleich 0,09 gegeben. Wie groß ist die Beschleunigung, die der Laptop erfährt? Kleiner Tipp, überlegt euch, wie sich die beschleunigende Kraft zusammensetzt. Und wieder seid ihr dran, drückt Pause und versucht euer Glück. Gibt's ein paar Füchse unter euch, die für A ca. 0,32 Meter pro Sekunde im Quadrat raus haben? Jungs und Mädels, da kann ja in der nächsten Arbeit nichts mehr schief gehen. Schauen wir uns mal die Lösung an. Da ihr die Reibung mit berücksichtigen müsst, habt ihr diesmal als Ansatz Fb gleich Fh minus Fr. Eure beschleunigende Kraft ist also die Hangabtriebskraft minus die Gleitreibung. Die bremst das Rutschen etwas ab. Beide Kräfte könnt ihr direkt berechnen. Für die Hangabtriebskraft habt ihr die Formel Fh gleich m mal g mal Sinus von Alpha. Und für die Reibkraft Fr gleich μ mal Fn, sprich μ mal m mal g mal Cosinus von Alpha. Setzt ihr die gegebenen Werte ein, bekommt ihr für Fh 2,99 Newton und für Fr 2,19 Newton raus. Also ist euer Fb gleich 2,99 Newton minus 2,19 Newton gleich 0,8 Newton groß. Jetzt müsst ihr wieder die Gleichung Fb gleich m mal a verwenden und nach a umstellen. Also habt ihr a gleich Fb durch m, sprich 0,8 Newton durch 2,5 Kilogramm, was eine Beschleunigung von 0,32 Meter pro Sekunde im Quadrat ergibt. Hier könnt ihr euch auch wieder an den Einheiten orientieren. Newton pro Kilogramm ist nämlich dieselbe Einheit wie Meter pro Sekunde im Quadrat. Also stimmt auch die Einheit von eurer berechneten Beschleunigung. Verlieren wir keine Zeit, sondern machen gleich mit der nächsten Aufgabe weiter. Beziehungsweise Teilaufgabe. Alles bleibt wie in der letzten Aufgabe und ihr sollt jetzt noch berechnen, wie lange ihr Zeit habt, euren Laptop zu fangen, bevor der auf den Boden fällt. Die Ablage ist 1,70 Meter lang. Und wieder gibt's einen kleinen Tipp, überlegt euch zuerst, was für eine Art Bewegung euer Laptop vollführt,
und schaut dann die Formel nach, die diese Bewegung beschreibt. 3, 2, 1, Stift aus dem Mund und ran an die Aufgabe. Diesmal schauen wir uns direkt gemeinsam die Lösung an. Da der Laptop mit der konstanten Beschleunigung a gleich 0,32 Meter pro Sekunde im Quadrat beschleunigt wird, handelt es sich um eine geradlinige Bewegung mit konstanter Beschleunigung. Für die gibt's unter anderem die Formel für die Strecke s gleich 1/2 at hoch 2. In der stecken sowohl die Größe, die gesucht ist, also die Zeit, als auch die Größen, die gegeben sind, sprich die Strecke und die Beschleunigung drin. Ihr müsst sie also nur noch nach t umformen. Das geht aber locker vom Hocker. Einfach mal 2 und durch a rechnen und zum Schluss noch die Wurzel ziehen. Dann bekommt ihr für t gleich die Wurzel aus 2s durch a. Da setzt ihr dann einfach eure Beschleunigung a gleich 0,32 Meter pro Sekunde im Quadrat und die Strecke s gleich 1,7 Meter ein und bekommt für t ca. 3,26 Sekunden raus. Die Meter kürzen sich raus und übrig bleiben Sekunden, Einheiten gehen also auch klar. Kommen wir zur letzten Aufgabe. Euer Bruder oder eure Schwester legt sich unerlaubt in euer Bett. In euer heißgeliebtes, sehr privates, kuschelig warmes, federleichtes, unbeflecktes Bett. Und bleibt da einfach liegen. Bis zu welchem Winkel müsst ihr das Bett kippen, damit euer Bruder oder eure Schwester einen Abgang macht, also aus dem Bett rutscht? Sagen wir, euer Geschwisterchen ist 12 Jahre alt und wiegt 60 Kilo. Außerdem ist der Haftreibungskoeffizient μh zwischen dem Geschwisterchen und dem Bett ca. 0,54. Habt ihr eine Idee, wie ihr das rechnet? Kräftegleichgewicht. Drückt Pause und legt los. So, die ganz Flinken unter euch haben sich vom letzten Video vielleicht die Formel Alpha gleich A cos Tangens von μh gemerkt und einfach mit der gerechnet. Passt, da müssten dann ca. 28,37 Grad rauskommen. Was macht ihr aber, wenn ihr diese Formel nicht mehr wisst? Kein Problem, die könnt ihr euch auch schnell und relativ einfach herleiten. Wir haben das im Video schiefe Ebene mit Reibung ausführlich gemacht, deshalb hier jetzt nur die Kurzfassung. Als Ansatz setzt ihr einfach die Hangabtriebskraft mit der maximalen Haftreibungskraft gleich. Für FH setzt ihr dann m mal g mal Sinus von Alpha und für FR μh mal Fn ein. Für Fn setzt ihr danach m mal g mal Cosinus von Alpha ein. Wie ihr seht, könnt ihr auf beiden Seiten m mal g wegstreichen und nach ein bisschen Umformen bekommt ihr für Alpha gleich A cos Tangens von μh raus. Setzt ihr da dann den gegebenen Haftreibungskoeffizienten von 0,54 ein, kommen die besagten 28,37 Grad raus. Wie sieht's jetzt aber aus, wenn euer Geschwisterchen 100 Kilogramm auf den Rippen hätte? Wie weit müsst ihr da das Bett kippen, damit der rausrutscht? Nehmt dazu an, dass sich der Haftreibungskoeffizient nicht ändert. Richtig, ihr müsst das Bett genauso weit kippen, also auch um 28,37 Grad, da der Winkel nicht von dem Gewicht, sondern nur von dem Haftreibungskoeffizienten abhängt. So, was sollt ihr aus dem Video mitnehmen? Am besten die Ansätze für die verschiedenen Aufgabentypen. Wenn ihr keine Reibung auf der schiefen Ebene habt, gilt FB gleich FH. Soll heißen, die Hangabtriebskraft ist eure beschleunigende Kraft. Habt ihr Reibung, ist FB gleich FH minus FR, also minus die Gleitreibung. Und wenn ihr den Grenzwinkel berechnen sollt, ab dem ein Objekt auf der schiefen Ebene zu rutschen beginnt, setzt ihr einfach die Hangabtriebskraft mit der maximalen Haftreibung gleich, sprich FH gleich FR. Ansonsten könnt ihr euch für die Physik allgemein auch merken, auf die Einheiten zu achten, da ihr so gleich checken könnt, ob ein Ergebnis überhaupt Sinn macht. Wenn ihr noch mehr zu dem oder anderen Themen wissen wollt, dann benutzt jetzt unsere Lernplattform www.desimpleclub.de und benutzt die Suchzeile. Ansonsten sage ich haut rein Leute, wir sehen uns im nächsten Video und bis gleich.